Guten Abend. Ich freue mich, dass du den Weg zu meinem Channel gefunden hast, dem Channel von Klangreise Jülich. Mein Name ist Rainer Heck, ich bin der Inhaber von Klangreise Jülich und möchte dich mit diesem Audiofile einladen, mit mir eine Weile am Meer zu entspannen. Vielleicht suchst du dir eine bequeme Gelegenheit zu sitzen oder noch besser vielleicht zu liegen aus. Es mögen dir vielleicht auch Kissen für unter den Kopf oder zusammengerollte Decken als Knierolle für unter die Knie helfen, falls du liegen möchtest. Möglicherweise möchtest du dich auch zudecken, deswegen leg dir vielleicht eine kleine Decke parat. Solltest du das Ganze vor dem Schlafengehen machen, ist das mit dem Liegen ja schon quasi geklärt. Am Ende dieser Aufnahme werde ich nicht noch einmal zu dir sprechen. Das möchte ich vermeiden, damit wir gemeinsam ungestört dahin gehen möchten, wo wir gerade sind. Vielleicht möchtest du ja einfach einschlafen. Solltest du Fragen haben, so kannst du mich gerne über meine Facebook-Seite Klangreise Jülich erreichen und dort über den WhatsApp-Button mir eine Nachricht hinterlassen. Ich freue mich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und vielleicht magst du mir auch ein Like dalassen. Du kannst dieses Audio-File hier unterbrechen und dich vorbereiten auf die nun folgenden Minuten der Entspannung. Wenn du deine Ruheposition gefunden hast und du hast dich so richtig eingerichtet, dann achte doch einmal darauf, wie du liegst oder ruhst auf dem Sessel. Fang mit deiner Aufmerksamkeit am Kopf an. Liegt der Kopf bequem? Ist das Kissen gut so, wie es da liegt? Möchtest du dich vielleicht noch ein wenig bewegen nach rechts und links? Wie sieht's aus mit deinen Schultern? Ruhen die bequem? Oder muss das nochmal bewegt werden? Wie geht's weiter mit den Schulterblättern, dem oberen Rücken? Achte darauf, wie du liegst. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit weiter hinunter bis zum Becken. Liegt das Becken richtig? Ist da vielleicht noch ein Gürtel, der stört, der weg muss? Hast du vielleicht etwas in deinen Taschen vergessen, was jetzt gerade drückt oder stört? Und dann geh weiter zu deinen Armen. Liegen deine Arme richtig? Wollen die noch irgendwie anders positioniert werden? Wie ist es mit deinen Beinen? Ist da alles okay? Weiter runter zu den Kniekehlen, die Unterschenkel, bis hin zu deinen Füßen. Ist da alles so, wie es sein soll? Und wenn du dann liegst oder ruhst auf dem Sessel, dann nimm doch einmal ganz bewusst wahr, dass du dort ruhst, dass du sicher getragen bist vom Sessel oder auf dem Fußboden oder in deinem Bett, dass du sicher und geborgen ruhst.
Vielleicht fühlst du auch das Gewicht deines Körpers, wie es nach unten drückt, auf die Auflage, auf das Bett. Und wenn du dort ruhst, dann nimm doch mal deine Achtsamkeit hin zu deinem Atem. Nimm wahr, wie der Luftstrom in deinen Körper einzieht und beim Ausatmen deinen Körper wieder verlässt. Und vielleicht kannst du auch mal schauen, wo du gerade hinatmest. Atmest du mehr in den Brustkorb? Hebt und senkt sich dein Brustkorb? Oder ist es vielmehr deine Bauchdecke, die auf und nieder geht beim Atmen? Viele von uns neigen dazu, vor allen Dingen, wenn sie unter Stress sind, nach oben in den Brustkorb zu atmen. Das ist okay, da kann man schnell Luft holen und das mag auch gut sein, aber wir nutzen damit nicht unser volles Lungenvolumen aus, sondern bedienen nur den oberen Teil. Wenn wir aber unsere Atmung auf den Bauch konzentrieren und unser Zwerchfell dazu voll nutzen, dann strömt unsere Luft beim Atmen bis in die unteren Lungenspitzen ein, was dafür sorgt, dass die verbrauchte Luft dort unten auch rauskommt beim Ausatmen. Und dass wirklich alles voll genutzt werden kann. Gerade jetzt ist ein tiefes Einatmen manchmal ganz hilfreich. Vielleicht müssen wir sogar husten dabei. Das liegt aber dann bei vielen daran, dass sie ganz einfach das Lungenvolumen schon lange nicht mehr voll genutzt haben. Um das zu erreichen, nutzen wir die Zwerchfellatmung. Bei jedem Einatmen hebt sich deine Bauchdecke oder wölbt sich dein Bauch nach außen. Bei jedem Ausatmen fällt die Bauchdecke wieder in sich zusammen, beziehungsweise wird der Bauch wieder flach. Und wenn du dich jetzt ein wenig auf diesen Atemvorgang konzentrierst und bewusst bei jedem Einatmen in den Bauch hineinatmest, sodass sich dein Bauch wölbt wie ein Luftballon, den du aufpustest, und bei jedem Ausatmen konzentriert darauf achtest, dass wirklich dein Zwerchfell, dein Bauch wieder zusammenfällt und dein Atem deinen Körper verlassen kann. Das Ganze brauchst du nicht zu erzwingen. Es reicht, wenn du dich ab und zu daran erinnerst, dass der Bauch beim Einatmen sich wölbt und beim Ausatmen zusammenfallen darf. Vielleicht versuchst du es ein paar Mal. Bei jedem Einatmen kannst du dir vorstellen, dass gute, frische Luft und frische Energie in deinen Körper hineingelangt. Bei jedem Ausatmen kannst du dir vorstellen, dass du alles das, was dich belastet, gehen lässt. Zumindest für diesen Moment, wo wir gemeinsam entspannen.
Du darfst loslassen. Gute Energie darf zu dir kommen. Alles Belastende darf gehen. Und wenn du da so liegst, kannst du doch mal dich an deinen letzten Urlaub am Meer erinnern. Vielleicht rufst du dir die Bilder in Erinnerung, wie du dort ganz gemütlich am Strand in der Sonne liegst und die Sonne und die Geräusche des Meeres, den Gesang der Möwen und die Laute der spielenden und sich vergnügenden Menschen hörst. Spürst du die warmen Strahlen auf deiner Haut, die Strahlen der Sonne? Hörst du den Wind leise rauschen? Und hörst du das Meer?